Servus Leute, ich bin Satabank und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei der allerersten Episode FIFA 21 bestätigte Transfers und Gerüchte. Das ist eine Pilotenfolge. Wir haben das in den letzten Jahren auch schon gemacht und da ist es immer sehr, sehr gut angekommen. Wenn ihr sagt, ihr wollt sowas öfters sehen, sagen wir mal alle 3, 4, 5, 6 Tage, irgendwie sowas in die Richtung, dann schnattert's einfach mal ein Däumchen nach oben raus. Ich weiß, viele von euch sind im Urlaub und gönnen sich da ein bisschen Karibik. Und wenn wir es schaffen, ich sag mal so, 7000 Däumchen zu machen, dann wird es wiederkommen. Ich verspreche es euch. Ich habe da absolut Bock drauf. Ganz kurz für euch vorab, es geht um bestätigte Transfers. Da zeige ich euch das Ganze im Wants-to-Watch-Design. Und dann geht es um Gerüchte. Wir reden um alles, was es eigentlich im Fußball so gibt. Also, wer ist von euch, kommt mal, der wird jetzt begeistert sein. Und Amena, ohne großartig weiter zu plappern, legen wir los. Allerdings möchte ich noch eine Sache erwähnen. Aktuell gibt es noch 2 Tage lang das ganze, ja, so kann man sagen, Event-Angebot bei Level Up. Das ist ganz, ganz selten 2-für-1 Aktion. Sprich, du bekommst 2 Dosen, zahlst aber nur für eine. Link ist oben in der Videobeschreibung. Ihr müsst den Code Tabak2 benutzen, dann geht das Ganze. Und übrigens, dieser Geschmack hier, okay, das sieht aus der Verpackung so lecker aus und es schmeckt geistig. Das habe ich jetzt übrigens neu getestet. Und ich bin begeistert. Allgemein muss ich sagen, die Geschmäcker sind Bombe. Tut dazu noch 1 Würfel rein. Muchas gracias, per favor. Ja, schaut einfach mal vorbei und dann legen wir los mit den ersten Spielern. Und das sind die Bestätigten. Und dort haben wir den Oschi. Und der hat einen ganz schön guten Oschi. Einen guten Torriecher, meine ich. Ladies and Gentlemen, wer von uns kann behaupten, dass er gefühlt über 20 Tore macht für Lille in der französischen Liga? Das ist der Osimhen. Und der wechselt jetzt für satte 70 Millionen Euro, wenn man die Bonis und alles dazu rechnet, zu Napoli. Ich würde sagen, das schmeckt auf jeden Fall, guter Transfer. Und dadurch, dass er jetzt eben zu Napoli gegangen ist, wird dann wahrscheinlich eine Tür offen sein für Milik. Also dürfen wir uns, denke ich mal, auf einige Transfers dahingehend auch bei Napoli freuen. Und einzeln im Chat, wer sich denkt, ja gut, FIFA 21, so ein Osimhen im Sturm plus Lozano und so, das wird ganz nice. By the way, habe ich natürlich rechts immer die Karte als FIFA 21 Prediction am Start. Da könnt ihr schon mal so ein Bild machen und Kommentare sind gefragt. Schreibt übrigens eure Meinung dazu rein, egal zu was, ob ihr den Bayern-Transfer nicht feiert oder was ist hier was. Es gibt nicht so viele Transfers, aber wir machen weiter mit Yilmaz. Der gute türkische Mann geht hingegen zu Lille. Sprich, ein Stürmer ist gegangen, aber direkt einer gekommen, allerdings ablösefrei. Der Mann hat eine Erfahrung, das ist ein guter Spieler, türkischer Nationalspieler auch gewesen oder ist auch immer noch. Somit, denke ich, haben die nichts falsch gemacht. Vor allem mussten sie eben nicht viel Geld zahlen. Und zu allerletzt haben wir bei den bestätigten Transfers noch einen Kollegen. Und das ist Dejan Lovren. Neuer Spieler von Zenit St. Petersburg. Ich glaube, der wird schon gutes Geld bekommen, wechselt für 12 Millionen Euro vom FC Liverpool. Und er selber gesagt, mit seiner Erfahrung wird er da versuchen, ein bisschen die Mannschaft voranzutreiben, die Erfahrung weiterzugeben. Was ich zum Transfer sage, ich denke mal, das ist der letzte große Vertrag, den er unterschreiben wird. Bekommt noch gutes Geld. In Russland verdient man immer gut, Quanta viel. Gazprom, ihr wisst Bescheid von dieser einen Mann da. Und das war's eigentlich. Leute, jetzt wird aber der spannendere Part kommen, und zwar die ganzen Gerüchte. Und ich sag euch eins, da gibt's viele geile. Wir fangen an mit dem ersten Schwabtschi-Eierkopf, und das ist Jimenez. Freunde, der Mann von den Wolves ist eine absolute Maschine. Der spielt mit Adama Traoré und hat vorne im Sturm alles zerrissen, hat sehr, sehr viele Tore gemacht in der Premier League, mit einer der besten Stürmer gewesen. Und kein Wunder, zum Beispiel, wie den Manchester United haben, aber so wie es aussieht, wird er zu Juventus wechseln. Die stehen wirklich ganz kurz bevor. Da fehlt noch die kleine Unterschrift, gleich auf Papier. Und der wird auch nicht wenig kosten. Ihr seht es immer, beim geschätzten Erlös wird schon ein knackiger Preis, aber Juventus könnte sich ein Stürmer snacken, vor allem wenn man sich denkt, so Higuain, Bruder, du bist absolut lost. Muss man einfach sagen. Ladies und ein paar Gentlemen da draußen. Ein Transfer, ja, der wurde so fast, ja nicht bestätigt, aber die Interesse ist brutal. AC Mailand braucht unbedingt einen Rechtsverteidiger. Da haben sie auch so Conti und so, also gar nicht so schlechte Männer. Trotzdem ist das so eine Position, die man verbessern kann. Und der Hauptfokus in der Sommertransferphase ist Aurier. By the way, wurde übrigens sein Bruder erschossen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall geisteskrank. Und Aurier könnte, denke ich, AC Milan gut tun. Wird auch nicht so teuer sein. Ist ein knackiger Transfer, wenn es zustande kommt. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gefragt. David Alaba. Ihr wisst alle, Bayern kämpft darum, dass sie diesen Vertrag verlängern. Der Berater sagt, David Alaba soll so viel verdienen wie ein Sergio Ramos und Co. Weil er gehört offensichtlich ja zu den besten Innenverteidigern. Das kann man so argumentieren. Und damit wäre er mit Lewandowski und Müller und Co. einer der Topverdiener. Ob der FC Bayern München das jetzt machen wird, ist natürlich die andere Frage. Das Ding ist, wenn nicht, hat er natürlich ganz, ganz viele Karten offen. Und Barcelona, den guten Katalanen, die scheinen ihn gerne verpflichten zu wollen. Der kann A, natürlich auf links spielen als Linksverteidiger, aber B, als Innenverteidiger. Und dort brauchen sie eigentlich,
ja, vielleicht so eine kleine Verstärkung. Da ist Piquet, ist auch schon ins Alter gekommen. Da gibt es Umtiti, hat nicht so die Form. Und Longley ist der einzige Mann, der, würde ich mal sagen, für die nächsten Jahre optimal besetzt ist. Eure Meinung in die Kommentare. Wir gehen rüber zu einem Ungar. Und ja, wie soll ich sagen, also den spreche ich jetzt auf jeden Fall nicht aus, sonst mein Flickflack Oberdeck und die lacht mich alle aus. Das wollen wir nicht. Leute, es ist ein Riesentalent. Ich habe ihn selber auch in Karrieremodus gespielt. Ich schaue allgemein nicht die Spiele von Salzburg, aber ich beobachte die so immer wieder, weil die haben immer sehr, sehr große Talente. Und genauso ist er auch eins. Er ist, meine ich, 19 Jahre alt, hat einen Marktwert von 25 Millionen und so viel müsste man, denke ich, auch circa auf den Tisch legen. Und die Hertha, die ist gefühlt interessiert an jeden Spieler zurzeit, aber auch anscheinend an den Kollegen. Sie haben auch viele Gelder bekommen von Investoren. Ich glaube, das Ganze ist realisierbar. Gab auch das Gerücht, dass er vielleicht zu Milan geht, wegen Ralf Rangnick. Ihr wisst ja, Salzburg, Red Bull und so. Aber dieses gescheitert, deswegen wird es dort auch so scheitern, quasi nach Mailand. Aber Hertha, hey, schnappt euch den, der ist, glaube ich, gut. Kennt ihr alle Ayhan von Düsseldorf? Der wird auf jeden Fall nicht mehr bei Düsseldorf spielen. Der hat eine Ausstiegsklausel von 2 Millionen Euro. Und erstmal dachte ich mir wirklich so, der wird mit Kabak, ja, ein super Innenverteidiger-Duo bilden. By the way, das habe ich jetzt nicht in der Folge drin, ist aber Liverpool interessiert an Kabak und Ayhan wird, so wie es aussieht, zu Sassuolo wechseln. Für 2 Millionen Euro, das ist eben die Klausel, wäre nicht verkehrt, in Italien ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Ich meine, er ist 25 Jahre alt, das könnte der türkische Innenverteidiger schon machen. Und jetzt kommen wir zum nächsten absoluten Kracher. Freunde, es tut mir wirklich ein bisschen im Herzen weh, das muss ich einfach sagen. Ich mag es, wenn in der Bundesliga mit einer der besten Spieler der Welt spielen. Und Jadon Sancho gehörte dazu. Der ist so jung, aber gleichzeitig so gut. Und ich habe schon so oft über den geredet und ihn, ja, so Grund und Boden gelobt, Mann. Aber mashallah, habe ich gerade gesagt, wieder der größte Einmann der Welt. Er wird leider, denke ich mal, ziemlich sicher zu Manchester United wechseln und noch in diesem Sommer. Ich weiß, es gibt natürlich immer Leute, die sagen, nee, auf keinen Fall. BVB hat schon gesagt, der bleibt. Leute, im Fußball ist es nicht so einfach. Erstens natürlich die Pandemie. Und normalerweise denkt man, in diesem Sommer wird es nicht so viel Transfers geben. Ich glaube, das Gegenteil fast. Es wird trotzdem viele Wechsel geben. Natürlich ist der Preis ein bisschen angepasst. Und beispielsweise habe ich jetzt gelesen, das sind die neuesten News. Sancho geht zum Menu wahrscheinlich für 66 Millionen Euro plus Boni X. Und das geht dann bis zu 110 Millionen. Das ist viel Geld, aber halt nicht viel auf einmal. Erstmal die 66. Und dann braucht man einen Ersatz für Sancho. Und ich weiß nicht, also an die Dortmund-Fans, schreibt mal bitte in die Kommentare, was haltet ihr davon, wenn er den Verein verlässt. Ist für mich, aus meiner Sicht, absolut einfach nur schade. Und ich habe schon erwähnt, natürlich braucht man Verstärkung. Man braucht direkt einen Ersatz und das wäre zum Beispiel Memphis Depay. Der ist gerade heiß umworben vom BVB, zumindest laut den Medien. Und das Ding, was absolut für so einen Transfer spricht, A, kann er auf der rechten Seite spielen, genauso wie Sancho, er kann aber auch links spielen, sein starker Fuß ist der rechte. B, sein Marktwert 44 Millionen Euro, ist also absolut stemmbar. Und C, er wird wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger sein, weil Lyon braucht unbedingt das Geld. Die sind 7. Platz geworden in der französischen Liga. Sprich, man hat es nicht geschafft, sich für die Europa League zu qualifizieren. Und für so einen Spieler wie Depay heißt es einfach Hasta la vista, Baby. Ich denke, der wird gehen. Und das wäre ein gut und günstiges Angebot, mein Freund. Also, Dortmund, die werden schon wissen, was sie tun. Und Barcelona hat David Alaba im Visier, aber sie haben auch Garcia unter die Lupe genommen, der Mann von Manchester City. Vielleicht habt ihr ihn gesehen, der war in den letzten Partien immer mal wieder so Stammspieler bei der Premier League, also bei den Citizens logischerweise. Und wer weiß, vielleicht wird Barcelona sich den schnappen, ist jetzt auch ganz, ganz neu in den Medien unterwegs. Und das Ding, warum? Man braucht einen Ersatz für Piqué. David Alaba hat natürlich auch schon stabiles Alter, aber so Garcia, 19 Jahre alt, das ist einer für die Zukunft. Und dazu noch Spanier, also besser geht's eigentlich nicht. Klar wäre das für die Citizen auf der einen Seite nicht so gut, wenn ein großes Talent geht, aber man hat natürlich auch dort ein bisschen Nachholbedarf. Wir wissen, Otamendi ist da, alt und nicht mehr so der knackigste argentinische Rumsteak. Wir wissen, da ist auch ein Stones, hat nicht so die beste Form. Im Prinzip ist Laporte, ja, der vielleicht beste Mann, keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie nicht so optimal besetzt auf dieser Position. Und da schwebt ein Name im Raum und zwar Ake von Bournemouth. Knapp 40 Mio würde der kosten, ist ein super Spieler, man vergleicht ihn so ein bisschen mit Van Dijk, jetzt nicht nur wegen Nationalität, sondern wegen seiner Ruhe, wegen seinem Spielstil. Und ich meine, der könnte gut einschlagen. Übrigens, wenn ich absolut feiere, grüße genauso meine türkischen Freunde, ist Söyüncü. City, holt euch doch lieber den Mann. Also ich schwör's euch, der ist geisteskrank. Und es wird auch in dieser Episode ein bisschen was für die Bayern-Fans geben, weil da ist sehr, sehr viel im Umlauf. Man wird sich viele Spieler schnappen, so wie es aussieht. Es werden auch ein paar gehen. Und ein Mann ist nicht so zufrieden und das ist Tolisso. Der Franzose, der vor, glaube ich, 2-3 Jahren zu Bayern gewechselt ist, hatte zum einen ein bisschen Verletzungspech ab und zu, aber er hat nie so wirklich unter Hansi Flick so einen Stammplatz bekommen. Und ich glaube, das wird auch in naher Zukunft nicht so sein, weil der Mann ist einfach viel zu gut besetzt im Mittelfeld. Und als Backup ist er einfach unzufrieden. Und da gibt es so einen Trainer, der heißt Conte. Ich feiere ihn und ich liebe den Mann.
italienischer Fußball übrigens richtig nice unter Conte. Und der ist ein großer Fan von Tolisso. Das hat man lesen können. Und da gibt es eine Möglichkeit, weil der kommt nicht so gut mit Brozovic beispielsweise klar. Und Brozovic ist sehr, sehr hoch gehandelt, hat auch eine Ausstiegsklausel. Und Bayern ist anscheinend interessiert. Das ist alles Spekulation. Das war jetzt vor gut 2-3 Tagen, schon ein bisschen jetzt länger her quasi. Dass man aber vorhat, vielleicht einen Tausch zu tätigen. Quasi Tolisso zu Inter und Brozovic von Inter zu Bayern. Also der Marktwert von, ich glaube, Brozovic ist fast doppelt so hoch. Und ich denke, das wäre eine absolute Win-Situation für den FCB. Eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube aber, sowas kommt meistens gar nicht durch einen Tausch zustande, sondern man würde es machen wie bei Pjanic und bei Arthur. Beispielsweise überweist Inter Mailand 40 oder 50 Millionen für Tolisso. Und Bayern zieht die Ausstiegsklausel von Brozovic, ich glaube, die ist bei 60 Millionen. Und somit kann man dann durch Financial Fairplay ein paar Vorteile sich verschaffen. Frag mich nicht, warum. Das ist genauso wie mit Steuern, Alter. Man kann immer irgendwas machen, aber ich habe keine Ahnung. Und wir bleiben ganz kurz bei FC Bayern München. Ich schmilze übrigens in meinem Zimmer. Es ist absolut warm. Aber Ben Yedder, du bist das größte Schrecken gewesen in FIFA 20. Der macht sich auch lustig drüber auf Twitter, gell? Er weiß ganz genau, er war ein absolutes Monster. Und er wird wahrscheinlich auch im nächsten FIFA-Teil ein Monster sein, weil es zwingt ihm ein heftiges Upgrade auf eine 85er-Karte. Und AS Monaco unter Niko Kovac würde natürlich Ben Yedder gerne behalten, haben ihn auch eigentlich erst vor kurzem verpflichtet. Deswegen kann ich mir auch nicht unbedingt vorstellen, dass es direkt passieren wird. Ich sehe diesen Transfer als sehr, sehr unwahrscheinlich an, aber es steht im Raum, dass man einen zweiten Stürmer für Robert Lewandowski als Backup sucht. Ich finde, Sipsi, wenn ich den richtig ausgesprochen habe, reicht komplett. Und wenn am Ende tatsächlich noch Perisic vielleicht bleibt, der kann ja auch diese Position einnehmen, da braucht man nicht unbedingt jemanden. Aber Cavani ablösefrei zu haben oder beispielsweise eben der Kollege hier, wäre natürlich ein bisschen teurer. Man müsste wahrscheinlich so wieder 40 Millionen oder sowas zahlen. Ob Bayern das macht, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber das stand halt in den Medien, Leute. Und ich will euch informieren und wir sollen auch in den Kommentaren diskutieren. Und wer gestern den FA Cup verloren hat, ist der FC Chelsea. Und der wird wahrscheinlich nicht nur den FA Cup verlieren, sondern die verlieren leider auch einen guten Spieler namens Willian. Sein Vertrag läuft aus, sprich, der wird im Sommer ablösefrei zu haben sein. Ich glaube, die Londoner sind immer noch dabei, den vielleicht zu verlängern. Aber es wird so, wie es aussieht, nicht passieren, weil sonst hätte er es wahrscheinlich schon gemacht. Und FC Barcelona klopft an und denkt es sich, ja, die Medien, die kritisieren uns, weil wir holen uns nur alte Spieler. Pjanic gegen Arthur, sprich 23-Jähriger gegen, keine Ahnung, 31-Jähriger. Und jetzt holt man sich einen Willian, der ist auch über 30. Mama mia, wenn ihr den holt, dann habt ihr echt nicht mal einen Latten am Zaun, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was sie da vorhaben. Sie wollen ihr Kader gefühlt verältern. Das war wahrscheinlich falsch Deutsch. Auf jeden Fall wollen sie den älter machen, Mann. Und genauso schade fände ich es, wenn Perisic den FC Bayern München verlassen würde. Ihr wisst alle, es gibt eine Ausstiegsklausel, die ist bei ca. 15 Millionen Euro. Das wird der FC Bayern München nicht ziehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, es ist so ein kleiner Poker, weil sie wissen ja ganz genau, sie haben Sané, sie haben Coman und sie haben halt genug Flügelspieler. Und Inter Mailand weiß es auch. Und vielleicht sagen sie dann, gut Inter Mailand, wir nehmen 10 Millionen in die Hand und ihr gebt uns Perisic. Kann noch sein, dass es passiert. Da ist der Hansi Flick noch, glaube ich, so ein bisschen am Überlegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das Ding ist, sie bekommen langsam Konkurrenz. Zum einen Manchester United, die haben gefühlt Perisic schon seit 3 Jahren gejagt wegen Mourinho. Aber Mourinho ist aktuell der Trainer von Tottenham. Und er hat schon gesagt, grüß dich, servus, Perisic, kommst zu mir für 15 Millionen, weil wir spielen nicht in der Europa League. Ne, ich meine, wir spielen in der Champions League. Warte mal, Tottenham? Habe ich gerade Schwabchen in den Augen? Ich glaube, Tottenham ist nicht auf einem Champions League Platz. Weil sie haben am letzten Spiel unentschieden gespielt. Auf jeden Fall glaube ich, die sind nicht Champions League dabei. Deswegen Perisic als günstige Alternative, günstiger Einkauf. Super. Ob das passieren wird, ich hoffe nicht. Und Alexis Sanchez, der wird wieder zurückkehren zu Manchester United. Aber er hat gesagt, seitdem er zu Inter gewechselt ist, hat er Fußball neu entdeckt sozusagen. Also er hat sich neu verliebt in den Sport. Weil bei ihm läuft es einfach. Er ist Stammspieler neben Lukaku. Martinez so ein bisschen verdrängt. Der hat seinen Kopf schon in Barcelona war gefühlt. Und deswegen Alexis Sanchez, Inter Mailand. Ich glaube, du wirst aufgekauft. Es gibt ein Problem und zwar ist das sein Gehalt. Das ist einfach viel zu hoch. Das ist ja auch nicht mehr so quasi würdig, weil so gut ist er nicht. Natürlich nicht schlecht, aber ihr wisst, was ich meine. Da sind wir gespannt. Ich glaube, er wird auf jeden Fall zu Inter Mailand wechseln. Für einen stabilen Preis. Und dann sind wir schon fast durch. Es gibt noch 3 Spieler. Zum einen Gacinovic. Dort könnte es zu einem Tausch kommen zwischen der TSG und Eintracht Frankfurt. Und zwar mit Zuba, der gute Mann. Was haltet ihr davon? Auch speziell jetzt an die Eintracht-Fans, vielleicht Hoffenheim-Fans. Bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Gacinovic auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Zuba habe ich jetzt keine große Meinung, bin ich ehrlich. Und dann haben wir, Ladies and Gentlemen, noch einen Spieler, der heißt Lionel Messi. Und den hatte ich schon mal als Video, ihr habt es ja gesehen, das SBB vielleicht, im Inter Mailand Trikot. Und das Ganze ist natürlich ein Gerücht, das wird jetzt alles so ein bisschen hochgekocht. Und ich sage euch eins, ich bin mir ziemlich sicher, er wird auf jeden Fall bei Barca bleiben, aber diesem Jahr. Und dann ist er ablösefrei und könnte nach Inter Mailand wechseln.
Und da ist ein richtig geiles Ding am Start. Pass auf, die sind angeblich dabei oder haben ein Angebot vorbereitet von 260 Millionen Gehalt. Das ist natürlich aufgeteilt auf die paar Jahre, die er da spielt. Und würde damit Ronaldo absolut den Zahn ziehen, was das Gehalt angeht. Und wie schön wäre es nochmal, ein letztes Jahr in der gleichen Liga Messi, Ronaldo zu sehen. Ich würde es feiern. Die Barca-Fans natürlich nicht unbedingt, ist klar. Und als allerletztes haben wir noch Thiago Alcantara. Der Mittelfeldspieler, der gefühlt alle Spiele aushält. Der hat eine Technik vom Allerfeinsten. Ich habe mir das Freundschaftsspiel gegen Marseille angeschaut. Da war er auch wieder ziemlich nice, Mann. Und das Ding ist, er wird den FC Bayern München ziemlich sicher verlassen. Es wurde am Anfang so über Liverpool geredet, über, ich weiß nicht, noch irgendeine Premier League-Mannschaft. Aber jetzt hat sich auch noch Paris Saint-Germain gemeldet. Und ich finde sowieso, die sind im Mittelfeld nicht so gut besetzt. Neben so einem Verratti, einen Thiago zu sehen, damit würden sie sich verstärken. Im Sturm sind sie eh geistig unterwegs, Abwehr auch geistig. Mittelfeld, dann müsst ihr was tun. Und wenn ihr Thiago kaufen könnt, macht es, vertraut mir. Also, lieber Trainer von Paris, du sprichst ja Deutsch, gell? Tuchel, Thomas, du hörst mich. Hol ihn dir. Der ist gut. Und das war es dann mit der ersten Folge, Leute, von Bestätigte. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Bestätigte Transfers und Gerüchte. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Däumchen nach oben. Und wenn ihr sagt, ihr wollt sowas jetzt regelmäßig sehen, dass ich euch wirklich in der heißen Zeit jetzt ein bisschen up to date halte. Ihr wisst sowieso, FIFA-Phase ist ja ein bisschen schwierig, ja, tausende Videos zu machen. Aber darauf hätte ich richtig Bock. Macht mir Spaß. Und ich hoffe, euch auch. Und falls jemand diesen Kanal noch nicht abonniert hat, ich sag's euch, macht das Ganze. Es ist kostenlos. Es kostet euch eine kleine Sekunde, Mann. Und mich würde es freuen. Ist mir übrigens gut eingefallen, in den letzten 10 Sekunden das Video zu sagen, wo gefühlt 90% abgeschaltet haben. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Outrun, euer Mr. Tobacco. Und bald kommt schon abgeschlafen. Tschüss. Das war ein bisschen Spaß.